Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wird mal wieder Zeit, dass ich ein bisschen was über mein Auto erzähle und nicht immer andere Autos Probe fahre. Mein Auto, mein Tesla Model S 75, das ist nämlich jetzt fast auf den Tag genau 5 Jahre alt und hat 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Und ich finde, da wird es mal Zeit, so ein bisschen mal Resümee zu ziehen. Wie war das jetzt mit dem Auto? Wie bin ich zufrieden? Wie bin ich überhaupt zu dem Auto gekommen und würde ich es mir wieder kaufen? Wenn euch das interessiert, tja, dann bleibt dran. So, jetzt ist es soweit. Ich habe mir gerade eben diesen Tesla gekauft. Das ist beim Fahren der Supergau passiert, an einer Baustelle vorbeigefahren. Dort wurde auf der Baustellenseite die Betonfahrbahn gefräst und der ganze Betonwasserschmutz ist auf dem Lack gespritzt. Ich bin schon wieder länger unterwegs und bin jetzt leider in einem Stau. Ich habe tatsächlich vorhin noch eine Waschanlage gefunden, die einen Dampfstrahler hatte. So, geschafft. Jetzt lade ich am Supercharger in Marsfeld, gerade angefangen und 86 kW geht so. Ja, so war das damals, als ich den Wagen im September 2018 aus Nürnberg abgeholt habe. Das ist ja ein Gebrauchter. Habe ich also nicht direkt von Tesla gekauft, sondern von privat sozusagen. Und ich habe aber trotzdem noch nie so viel Geld in meinem ganzen Leben für ein Auto ausgegeben. Heute kann ich es ja sagen, der Wagen hat damals 65.000 Euro gekostet. Das war für die damalige Zeit und dem Model S hier mit der Ausstattung ein echtes Schnäppchen. Der Wagen war damals ein knappes Jahr alt und hatte 36.000 Kilometer gelaufen, aber ich habe trotzdem noch nie so viel Geld für ein Auto ausgegeben. Und fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe es auch nicht privat bezahlt, sondern das Ganze ist jetzt ein Firmenwagen, läuft also über meine Firma. Ja, die Historie von diesem Auto ist auch ganz interessant. Der hat nämlich sein Leben begonnen am 29. Juni 2016. Das war quasi frisch nach dem Facelift. Und bei der Erstzulassung bei der Firma Sixt zugelassen als Vermieter. Das heißt, dieser Wagen war mal in der Autovermietung und zwar so für ein rundes halbes Jahr. Dann stand er bei Sixt irgendwie doch länger rum und wurde dann 2017, nämlich irgendwie im April, glaube ich, 2017, weiterverkauft. Dadurch, dass er da ein bisschen rumstand, sind, glaube ich, ein paar Sachen kaputt gegangen, denn in der Historie steht, dass er da eine neue 12-Volt-Batterie bekommen hat. Die war wohl irgendwie tief entladen und dann im Eimer. Und er hat damals schon einen neuen Klimakompressor bekommen. So, dann ist er also am April 2017 nach Nürnberg gegangen. Ich habe mir das hier mal ein bisschen aufgeschrieben, damit ich das alles irgendwie zusammenkriege. Und zwar wurde der gekauft von einem Herrn, der hatte eine Fahrschule, hat den Wagen aber privat gefahren, also als sein privates Auto. Der ist dann aber leider erkrankt, sodass der Wagen dort auch irgendwie ein halbes Jahr rumstand und ist wirklich kaum gefahren. Und dann hat er ihn halt im Jahr 2018 inseriert und im Internet und den habe ich halt gesehen und der war wirklich günstig. Der hat ihn dann im September quasi an mich verkauft. Der Kilometerstand war damals 36.000 Kilometer. Und davor hat der gute Herr noch eine Inspektion bei Tesla machen lassen mit 36.000 Kilometer. Wie gesagt, das war das erste und bisher auch einzige Mal, wo dieser Wagen zur Inspektion war. Da hat der Wagen auch noch so ein paar Sachen neu bekommen, nämlich neue Sitze. Denn die Sitze haben gequietscht, das hat er bei Tesla damals auf Garantie bemängelt. Und in der Inspektion wurden die Sitze getauscht. Das heißt, ich habe den Wagen damals auch mit komplett neuen Sitzen bekommen. So, dann habe ich, als ich den Wagen bekommen habe, gleich in den ersten paar Wochen, der Wagen wurde ja als S70 eigentlich gebaut, das heißt mit einem 70 Kilowattstunden Akku, aber Tesla hat eigentlich überall die 75 Kilowattstunden Akkus eingebaut, physikalisch, nur die wurden softwarelimitiert auf 70 Kilowattstunden. Das hatte natürlich den Vorteil, dass man den Wagen problemlos immer bis auf 100% vollladen konnte, weil da sehr viel Puffer noch da war. Trotzdem wollte ich eigentlich das Maximum aus dem Wagen rausholen, was ging, und habe dann per Software-Update, das hat glaube ich 500 Euro damals gekostet, von S70 auf S75 abgegradet. Das ging im Prinzip per Klick über die App und dann
Viertelstunde später hatte ich ein S75. Mega geil. Ja, der Vorteil ist halt, dass ich hier ein bisschen mehr Reichweite habe. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber na gut. Vorher hatte ich eine typische Reichweite von 334 Kilometer und nach dem Upgrade auf S75 hatte ich eine typische Reichweite von 355 Kilometer. Also so 21 Kilometer mehr gewonnen. Das entspricht halt ungefähr diesen rund 5 Kilowattstunden, die man da mehr bekommen hat durch das Software-Update. Ja, gleich nach dem Kauf habe ich noch so ein paar Schönheitsreparaturen durchgeführt. Obwohl der Wagen super in Schuss war, gab es halt so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Zum Beispiel diese Einstiegsschwelle hier, Fahrerseite, Beifahrerseite. Die waren entweder sehr verkratzt, beziehungsweise da auf der Beifahrerseite war eine Delle drin. Die habe ich im Service Center Hamburg austauschen lassen. Genauso hier den Rahmen von der MCU, da war nämlich auch eine Delle drin. Das stört mich einfach so optisch so ein bisschen, ist jetzt keine große Sache, aber habe ich auch austauschen lassen, sodass das dann alles wieder wie neu aussah. Außerdem waren die Felgen der Winterreifen, die es eben dazu gab, also achtfach bereift war der Wagen damals, die waren ziemlich ramponiert. Ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, also die sahen wirklich furchtbar aus. Die habe ich aufbereiten lassen, das hat mich auch irgendwie ein paar hundert Euro gekostet, danach sahen die Felgen wieder aus wie neu. Und last but not least habe ich hinten am Stoßfänger noch ein paar Lackarbeiten machen lassen, denn da war auch eine kleine Delle. Da ist er wohl irgendwie mal gegen einen kleinen Poller gefahren oder so. Wirklich nur so daumengroß, also nichts Dramatisches. War halt ins Kunststoff reingedrückt. Habe ich dann spachteln und lackieren lassen, sodass das mittlerweile auch überhaupt nicht mehr zu sehen ist. Ja, und diese ganzen Arbeiten, die haben mich damals noch rund 1500 Euro gekostet. Das waren sozusagen so Schönheitsreparaturen, die ich mir einfach gegönnt habe, wenn ich so ein tolles Auto hier habe. Das sollte dann natürlich möglichst aussehen wie neu. Ja, und im Laufe der Zeit gab es dann halt auch noch so ein paar Update-Optionen von Tesla, wie zum Beispiel das CCS Retrofit. Das heißt, dass ich hier mit dem CCS-Adapter auch an beliebigen CCS-HPC-Ladern laden kann. Das kostete auch, glaube ich, 500 Euro waren es damals. Habe ich mir auch sofort gegönnt, weil ich einfach dachte, lohnt sich. Wer weiß, wenn du mal irgendwo bist, wo es keinen Supercharger gibt, dann kannst du wenigstens vernünftig schnell laden. Und das habe ich auch mittlerweile sehr oft benutzt. Also habe ich wirklich nicht bereut, dieses Update. Dann natürlich im Laufe der Zeit habe ich jeweils einen Satz neue Winterreifen und einen Satz Sommerreifen gekauft, weil die alten, die waren dann natürlich nach dem ersten Jahr im Prinzip durch. Die waren ja auch schon ein bisschen gelaufen. Ja, und auf Garantie wurden auch ein paar Sachen gemacht. Da war ein paar Mal der Ranger da, beziehungsweise ich war ein paar Mal beim Service Center, damals eben nur Hamburg. Und ich habe es mir jetzt genau aufgeschrieben, was gemacht wurde. Zum Beispiel hatte ich immer mal wieder Klappergeräusche hier im Armaturenbrett. Das nervt mich einfach ungemein. Die wurden halt gemacht. Das heißt, da wurde ein bisschen was unterfüttert oder irgendwie was gerichtet. Da war irgendwas lose. Das haben sie behoben. Dann haben sie das Schiebedach hier eingestellt, weil das ruckelte so ein bisschen. Und gefettet natürlich. Dann gab es mal eine Airbag-Rückrufaktion. Da wurde der Airbag hier getauscht. Da waren fast alle Model S von betroffen. Dann gab es mal die Sache, dass der Außenspiegel hier, die klappen immer ran, wenn ich den Wagen abschließe. Und die fuhren ein bisschen zu weit ran und haben dann hier die Chromleiste außen so ein bisschen touchiert. Da gab es dann noch eine ganz kleine Delle drin. Da kam der Ranger vorbei, hat das ein bisschen eingestellt, hat den Abstandshalter irgendwie vergrößert und mir eine neue Chromleiste verpasst. Das, wie gesagt, alles auf Garantie. Ja, dann hatte ich eine Wischwasserpumpe, die kaputt war, die wurde dann getauscht auf Garantie. Und ich hatte immer wieder Klimaanlagen brummen. Das heißt, gerade im Sommer, wenn die Klimaanlage viel leisten musste, dann hörte ich immer das Brummen. Der Wagen ist ja sonst sehr leise. Beim Verbrenner hört man das nicht, weil das Motorgeräusch dieses Brummen übertönt. Aber hier, wo man nichts hört, da hört man den Klimakompressor. Der wurde ja schon mal ganz am Anfang getauscht. Und der war jetzt nicht kaputt, aber er brummte. Und ich habe mich immer wieder bemängelt. Und kurz bevor die Garantie ausgelaufen ist, haben sie mir dann tatsächlich noch mal einen neuen Klimakompressor verpasst, der irgendwie noch mal besondere Gummilager bekommt. Hat. Das Brummen ist dann auch deutlich weniger geworden, aber ganz ehrlich, weg ist es leider nicht. Jetzt ist die Garantie allerdings vorbei und jetzt lebe ich damit. Es ist Meckern auf hohem Niveau, so ein bisschen Mimimi, aber pff. Und dann auch kurz vor Ablauf der 4-Jahres-Garantie war hier Fahrerseite mal der Türgriff kaputt, der fuhr nicht mehr raus. Beziehungsweise er fuhr raus, aber man konnte die Tür nicht mehr öffnen. Man zog dran und es passierte nichts. Das war der Mikroschalter. Der Türgriff selber war okay. Aber der Mikroschalter hatte einen Kabelbruch, wurde mir ambulant während des Urlaubs quasi in Potsdam in der Tiefgarage vom Ranger, während ich frühstücken war, kostenlos auf Garantie repariert. Ja, was gab's noch? Ich habe mal hier oben die Seitenleisten vom Schiebedach wurden mir auch kurz vor Ablauf der Garantie erneuert, weil durch die Dachbox, die ich im Urlaub immer draufschraube,
Da ist dieses Gummi zwischen der Seitenleiste und dem Schiebedach ein bisschen eingedrückt worden und das soll eigentlich nicht sein, deswegen haben sie mir das kostenlos erneuert. Und dann gab es noch den MCU-Chip-Tausch, das war ja auch noch auf Garantie, wobei das schon nach der Garantie war, aber Tesla hat halt diese Rückrufaktion gehabt, dass die MCU immer langsamer wurde und irgendwann auch den Dienst versagt, weil der Chip irgendwie kaputt ist, da ist eine SSD-Karte drin und die hat halt zu viel Schreibvorgänge und dann war die irgendwann im Eimer nach einer Zeit. Also das war jetzt quasi nach 4,5 bis 5 Jahren, also das ist gar nicht so lange her, vor einem halben Jahr ungefähr. Und da war eine Rückrufaktion, da hat man umsonst eine neue SD-Karte bekommen und soweit ich mich jetzt entsinne, hat die jetzt 64 GB. Die sollte eigentlich halten, bis der Wagen auseinanderfällt. Ja, und dann hatte ich während des Autolebens hier natürlich diverse Software-Updates. Also der Wagen wurde im Prinzip, seitdem ich ihn gefahren habe, immer wieder verbessert durch Tesla, ohne dass ich irgendwas dazu bezahlt habe. So am Anfang der ersten 1-2 Jahre, da kamen die fast monatlich und mittlerweile, so jetzt 2021, kommen sie so einmal im Quartal. So viel Neues gibt es jetzt hier halt auch nicht, weil meine Hardware natürlich nicht upgradet wird. Die ist immer noch die von 2016. Und da gibt es dann unter Umständen das ein oder andere Update eben nicht, weil die Hardware dafür nicht vorhanden ist. Zum Beispiel habe ich hier ja nur die MCU 1 und ich habe hier auch nur die Autopilot Hardware 1 oder 1,5, glaube ich, ist es. Und da ist dann irgendwann Ende der Fahnenstange, sodass ich jetzt bei den Software-Updates natürlich hauptsächlich Bugfixes, mal so ein oder anderes Spiel, irgendeine Verbesserung auf Seiten der Software, aber nichts, was jetzt irgendwie noch wahnsinnig was an diesem Auto verbessern könnte. Ich glaube, hier ist irgendwann auch mal Schicht im Schacht. Aber was hat sich denn so getan in den letzten 3 Jahren hier softwaremäßig? Also, erstens habe ich eine neue Oberfläche bekommen, gerade der Versionssprung von Software Version 8 auf Software Version 9. Komplett neue Oberfläche, super gut zu bedienen, sehr intuitiv, fand ich eigentlich schon immer. Aber jetzt sieht sie auch noch sehr stylisch aus. Also früher war das alles noch so ein bisschen wie auch bei den iPhones, so 3D-Effekte und so ein bisschen Schatten hier, Hover da. Und das hat sich ja mittlerweile vom Zeitgeist irgendwie überholt. Mittlerweile hat man alles clean, 2D. Und das Ganze bedient sich hier so flüssig, dieses Display, obwohl es ja nun schon 5 Jahre alt ist, auch von der Hardware her. Im Prinzip fast so schnell wie mein iPad. Seitdem hat sich da quasi nichts verschlechtert. Im Gegenteil, es wurde eigentlich von der Geschwindigkeit eher besser als schlechter. Dann hat sich die Autopilot-Funktion nach und nach immer weiter verbessert. Also zum Beispiel der Spurwechselassistent, der am Anfang immer noch so hakelig war, der wurde eigentlich immer besser und mittlerweile habe ich so gut wie keine Probleme mehr damit. Der benutzt sich sehr flüssig. Einziger Wermutstropfen, die EU hat halt beschlossen, dass man, wenn man den Blinker setzt, eine gewisse Zeit warten muss, bevor man die Spur wechselt. Also autonom sozusagen, was der Wagen ja eben tut. Er wechselt die Spur autonom. Und diese Wartezeit von 1,5 Sekunden nach Setzen des Blinkers, die nervt echt extrem. Das war früher schneller. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem einen oder anderen Software-Update Tesla die Zeit jetzt wieder so langsam um ein paar Millisekunden verkürzt hat. Ist aber vielleicht auch nur subjektiv. Habe ich mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt, aber schön ist es trotzdem nicht. Dann kam der Hundemodus dazu, dass man eben hier einen Hund im Kofferraum haben kann und das Ganze bleibt weiter klimatisiert und im großen Display wird angezeigt, wie die Temperatur im Auto ist und dass das Härchen bald wiederkommt und dass mit dem Hund alles okay ist. Super Sache, ich als Hundebesitzer finde das ganz klasse. Der Campingmodus wurde nachgerüstet, dass man im Auto pennen kann und die Klimatisierung läuft weiter, ohne dass der Wagen so wahnsinnig viel Strom verbraucht. Dann der Joe-Mode, ja, vielleicht wissen das die wenigsten, der Joe-Mode war quasi eine Idee von einem Nutzer, der seine Kinder immer im Auto hatte und die schliefen. Und wenn der Tesla hier Geräusche macht, dann waren die immer doch recht laut und die Kinder wachten auf. Und der hat halt vorgeschlagen, irgendwie per Twitter, Mensch Elon, mach doch mal einen Schalter, dass man die Geräusche irgendwie, die Lautstärke verringern kann. Fand Elon gut, er hat ja selber irgendwie 6 Kinder und hat gesagt, klar, baue ich ein. Und seitdem gibt es den Joe-Mode, sodass man sagen kann, die Geräusche sind nur noch halb so laut. Habe ich immer aktiviert, finde ich irgendwie viel angenehmer so. Dann gibt es natürlich diverse neue Gadgets. Es gibt die neue Spiele, Backgammon kam dazu, Schach kam dazu, ein paar Arcade-Spiele kamen dazu. Nicht zu vergessen, das Furzkissen, eine Mega-Funktion für die Kinder. Gut, mittlerweile sind die auch aus dem Alter raus. Wie gesagt, die Oberfläche, fand ich, wurde eigentlich immer ein bisschen schneller von der Performance, also langsamer wurde es eigentlich nie. Dann, was mich besonders gefreut hat, was Anfang diesen Jahres war, Anfang 2021, gab es hier einen Schub in der Ladeleistung. Vielleicht hing es auch mit dem MCU-Chip-Update zusammen. Auf jeden Fall irgendwie danach hatte ich plötzlich eine Ladeleistung von 99 kW. Vorher hatte ich nämlich nur 86 kW, also die ganzen Jahre. Und auch die Ladekurve wurde verbessert, sodass ich jetzt im Prinzip
5 Minuten spare, wenn ich von 20% auf 80% hochlade. Das ist richtig geil. Und im Gegensatz zu den S85ern, die ja leider, was die Ladegeschwindigkeit angeht, oft so ein Downgrade erfahren haben, habe ich hier tatsächlich ein Upgrade bekommen. Und darüber freue ich mich tatsächlich am meisten. Und vor allem ist es eine Zeitersparnis für mich. Super, super klasse. Ja, und der Wagen ist, wie gesagt, jetzt ein Jahr außer Garantie raus. Und auch da gab es das ein oder andere seit diesem Jahr, was ich halt gemacht habe. Zum Beispiel hatte ich dann plötzlich, kurz nach der Garantie, der Türgriff hinten. Der hatte dasselbe Problem. Da ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Und da musste tatsächlich der ganze Türgriff getauscht werden. Das war nicht so schön, hat mich aber, glaube ich, so 180 Euro gekostet. Das ging dann irgendwie noch. Dann wurde der Luftfilter hier erneuert für die Frischluftzufuhr, weil er ein bisschen verdreckt war. Und ich hatte immer wieder so ein bisschen Knarzen hier im Innenraum, auch nach der Garantie noch ab und zu. Und das hat mich immer tierisch gestört. Und das habe ich natürlich auch beseitigen lassen. Diesmal musste ich leider ein bisschen was dafür bezahlen, zumindest die Arbeitsstunden. So, dann habe ich tatsächlich nochmal den MCU-Rahmen getauscht, weil, Leute, mir ist die Kamera da drauf geknallt. Da ist irgendwie die Halterung hat sich gelöst und dann ist die Kamera auf den Rahmen gedengelt. Und da hatte ich da wieder eine Riesenmacke drin. Ich hasse das. Ja, ist nur Kunststoff, habe ich wieder tauschen lassen. Ist trotzdem nicht ganz billig, sage ich euch. Aber für Schönheitsempfinden brauche ich das. Ich mit so verbeulten Sachen hier im Innenraum komme ich nicht klar. Für diese ganzen Arbeiten habe ich dann so summa summarum nochmal so rund 800 Euro bezahlt. Lohnkosten, Teilekosten, hier die Griffe hauptsächlich und das war's dann. Ja, und dann letztes Jahr im Oktober habe ich mir, wie gesagt, eine Keramikversiegelung gegönnt und noch so ein paar Lackarbeiten hier bei Firma Jürs. Das Video habt ihr vielleicht gesehen, falls nicht, verlinke ich euch das hier oben. Danach sah der Wagen aus, also besser als neu. Man glaubt es wirklich nicht, wie toll der Wagen danach aussah. Absolut lohnende Investition und jetzt, wie gesagt, ist es ja fast 8 Monate her. Nein, schon 10 Monate her. Und der Wagen sieht immer noch aus wie neu. Also ich werde jetzt nach meinem Urlaub hier im Sommer noch mal kurz zur Kontrolle gehen. Das kann man ja machen. Ein Jahr später noch mal so ein bisschen aufpolieren für geringes Geld. Das werde ich auf jeden Fall machen, weil das lohnt sich. Und dann mal sehen, so eine Keramikversiegelung soll ja ein paar Jahre halten. Ob ich sie dann noch mal mache, ich weiß es nicht. Aber ich fand es wirklich toll. So gut wie der Wagen aussah, unglaublich. So, das war sozusagen so ein kleiner Abriss über die Historie meines Autos, was er so hatte. Und ich finde, für so einen 5 Jahre alten Wagen ist das gar nicht so viel. Ich bin vorher, wie gesagt, 18 Jahre lang Mercedes gefahren, immer E-Klasse, Cabrio und so. Die hatten auch die ein oder anderen Macken, auch mit dem Cabrio-Dach oder die Elektronik oder es gab auch immer mal wieder was. Auch die klapperten hin und wieder, hatten Kabelbrüche, hatten was mit den Bremsen, hatten was mit der Kupplung, irgendwas war immer. Also von daher würde ich sagen, die Mängelliste hier bei meinem Model S, die ist völlig okay und hält sich völlig in Grenzen. Vor allem die ersten 4 Jahre habe ich nichts für diese Mängel bezahlt und ich war nicht einmal bei der Inspektion. Mit meinen Mercedesen musste ich jedes Jahr zur Inspektion und das kostete mich je nach großer oder kleiner Inspektion zwischen 600 und 1200 Euro. Ja, auch Mercedes langt da ordentlich zu. Allein schon der Ölwechsel jedes Mal 150 Euro mindestens, der Hammer, entfällt hier natürlich alles. Also wie gesagt, Inspektion nach, ich bin jetzt gefahren, 65.000 Kilometer, noch keine Inspektion gemacht, werde ich aber demnächst mal machen, glaube ich, um mein Gewissen zu beruhigen. Also nicht, weil der Wagen es müsste, aber ich glaube, irgendwann ist es mal fällig hier. Ja, welche Vorteile sehe ich denn hier, indem ich jetzt hier so einen Tesla fahre? Als erstes natürlich, ich habe hier mit diesem Auto, Baujahr 2016, solange der Wagen fährt, kostenloses Supercharging. Und das ist natürlich schon toll. Ich kann in Urlaub fahren, egal wohin, Südeuropa oder durch ganz Deutschland oder ans Nordkap oder an die Stiefelspitze Süditalien. Scheißegal, ich zahle keinen Cent für den Strom. Ich mache das natürlich nicht jetzt 10-mal im Jahr, sondern höchstens 1-2-mal im Jahr, wo ich das wirklich nutze. Aber es ist von der Psyche her einfach ein angenehmes Gefühl, einfach loszufahren und man muss für nichts irgendwas bezahlen. Das ist ganz nett. Dann habe ich kostenlose Premium-Konnektivität hier. Das ist bei Tesla ja bei allen anderen Autos also auch nicht mehr der Fall. Da kostet es halt nach dem ersten Jahr, wenn man den Wagen neu kauft, eine Monatsgebühr, meistens so von, glaube ich, 10 Euro im Moment. Das heißt, dass man dann Echtzeitverkehrsdaten hat, einen Browser mit Online-Funktionen und all sowas. Das lässt sich Tesla inzwischen bezahlen, auch Netflix oder Spotify. Das habe ich alles noch umsonst, leider kein Netflix. Dann für mich ein Riesenvorteil, das Platzangebot hier drin. Also wir sind ja immer mit der Familie unterwegs, zu dritt und Hund.
Mit Gepäck, da ist es überhaupt gar kein Problem. Der Stauraum vorne im Frunk, hier hinten im Kofferraum, im Trunk unter dem Kofferraum sozusagen, ist ja noch ein Riesenstauraum. Dann können wir die Dachbox hier drauf tun. Das ist mega gut. Wir kommen hier super zurecht. Der Hund hat den ganzen Kofferraum für sich alleine, extrem viel Platz. Auch hier auf der Rückbank, mein Sohn hat extrem viel Platz. Und hier vorne ist auch mega viel Platz. Das ist alles richtig, richtig gut. Und das möchte ich irgendwie nie wieder missen, dieses Platzangebot. Ja, und natürlich die Performance, also der Wagen geht super gut ab, obwohl er ja eigentlich die kleinste Leistungsklasse ist mit seinen S75 hier, 5,9 Sekunden von 0 auf 100, das ist ja fast schon langweilig. Ich meine ja die Performance-Modelle, dagegen sieht der hier richtig aus wie eine lahme Krücke, aber dennoch ist das völlig ausreichend, ganz ehrlich. Und er hat auch nur Hinterradantrieb, aber hier oben im Norden, ich meine, wir haben hier nicht den Mega-Schneefall und ich habe den Allradantrieb noch nie vermisst. Ich bin auch nicht der, der jetzt hier ständig die Kickdowns macht, aber so ab und zu mal so ein bisschen Gas geben an der Ampel, das macht schon Spaß. Und das ist mit dem Wagen hier selbst, mit der lahmen Performance, die der hier hat, macht richtig Gaudi. Möchte ich auch nie wieder messen. Ja, und dann natürlich die Geräuschentwicklung auf Reisen, auf der Autobahn, Tempo 130, Tempo 150. Der Wagen ist super leise, man hört natürlich Windgeräusche, Rollgeräusche, das ist präsent. Aber es ist mega entspannt, man hat nicht so dieses niederfrequente Brummen von irgendwie so einem Verbrennungsmotor. Das merkt man schon am Ende, wenn man 10 Stunden gefahren ist, habe ich überhaupt keine Kopfschmerzen. Und natürlich durch die alle 2 Stunden Ladepause von 20 bis 30 Minuten ist man am Ende doch total entspannt nach der Langstrecke. Ja, und natürlich hier die Technik, das Riesendisplay. Ich habe hier meine Playlist in Spotify, ich habe hier Internetradio, ich habe hier bis vor kurzem noch einen vernünftigen Browser gehabt, Google Maps mit den Karten. Das funktioniert alles tipptopp und das macht einfach Spaß. Es hat irgendwie so ein bisschen so das Gefühl wie so ein rollendes iPad. Ja, und auch die Reichweite mit seinen 300 Kilometern auf der Autobahn, die ja in der Realität kommt und das, wenn ich mindestens 140 fahre, ist völlig okay. Klar, es geht immer noch besser mit dem S100D oder so. Da könnte ich mindestens 100 Kilometer mehr fahren. Aber für unser Reiseprofil, was wir so haben, reichen die 300 Kilometer völlig. Und in der Regel fährt man ja doch so nach 2 bis 2,5 Stunden irgendwie raus, weil man sowieso mal aufs Klo muss. Und der Hund muss dann eh raus auf der Langstrecke. Und wenn ich mal alleine fahre, dann würde ich sagen, ja, ich könnte auch mal eine halbe Stunde, Stunde länger fahren, bevor ich Pause mache. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und da ist es für mich jetzt kein Grund hier, mir ein Auto zu kaufen, was noch einen größeren Akku hat als der hier. Und in puncto Ladeleistung hat der 11 kW, der hat also den Einfachlader, reicht auch für den Alltag völlig aus, finde ich, auch mit dem 75 Kilowattstunden Akku. Und auf der Strecke jetzt mit den 99 kW in der Spitze Ladeleistung und den 5 Minuten Zeitersparnis, das ist nochmal richtig klasse. Könnte immer noch schneller sein, die neueren Modelle laden ja auch viel schneller. Aber dadurch, dass der Akku nicht ganz so groß ist, bin ich auch im Prinzip nach einer halben Stunde spätestens wieder weg. Selbst wenn ich irgendwie mit 10 oder unter 10% ankomme, dann bin ich nach einer halben Stunde über 80%. Aber es gibt auch ein paar Nachteile, muss ich sagen, und die will ich euch auch nicht verschweigen. So ein Tesla ist halt ein Tesla und das wisst ihr alle. Es gibt zum Beispiel, was die Verarbeitung angeht, hin und wieder eben kleinere Probleme. Deswegen habe ich hier auch im Innenraum immer mal wieder so Rappel- oder Knarzgeräusche. Das hatte ich mit dem Mercedes früher selten. Ab und zu auch mal, bin ich auch ganz ehrlich. Aber hier ist es schon gehäuft. Habe ich immer wieder beseitigen lassen, aber es tritt dann immer irgendwie wieder an einer anderen Stelle auf und das nervt natürlich ein bisschen. Ne? Also das Außenspaltmaße, das ist nicht so mein Problem. Damit kann ich super leben. Ich bin da kein Spaltmaß-Fetischist. Finde ich hier auch eigentlich überhaupt nicht schlimm. Passt für mich alles. Das ist okay. Aber so im Innenraum und die allgemeine Verarbeitung, das ist ganz ehrlich nicht das Niveau, was ein deutscher Autohersteller liefert. Aber leben kann ich damit auch. Ja, und natürlich die erste Zeit, gerade so 2019, Anfang 2019, wo Tesla die telefonische Erreichbarkeit eingestellt hat, da war das mit dem Service richtig, richtig übel. Wenn ich was hatte, musste ich immer über die App, die auch nur mittelmäßig damals funktionierte, mittlerweile ist das alles kein Thema mehr, aber damals war es nicht so dolle, musste ich dann mit der App einen Termin machen. Wenn ich Glück hatte, kam der Ranger raus oder wenn ich Pech hatte, musste ich nach Hamburg und das war richtig übel. Und mittlerweile haben sie ja extrem viele Service-Center aufgebaut und das Servicenetz ist jetzt viel dichter geworden. Auch die App mit dem Buchen von einem Servicetermin funktioniert super perfekt, macht überhaupt Spaß, gar keine Probleme mehr. Und dadurch, dass jetzt hier in der Nähe von Bremen, Ottersberg, so in 25 Minuten Fahrzeit auf der Autobahn für mich ein Servicecenter ist, ist das alles gar kein Thema mehr. Wenn ich zu Mercedes gefahren bin hier in Bremen, war ich auch so 20 Minuten unterwegs, weil ich einmal quer durch die Stadt musste. Von daher vom Zeitfaktor ist das mit dem Service hier jetzt ja fast so wie früher.
Aber man muss natürlich dazu sagen, ich wohne jetzt hier in Bremen und wenn man halt in Ostfriesland wohnt oder so, dann ist das schon wieder eine Strecke, also 150 Kilometer oder so zum Service Center zu fahren. Das würde mir persönlich auch keinen Spaß machen und ja, da müsste Tesla natürlich noch ein bisschen mehr tun. Werden sie auch, bin ich mir ziemlich sicher. Das Servicenetz wird eigentlich immer dichter, gerade auch wenn jetzt hier in Deutschland die ersten Teslas vom Band laufen. Was eigentlich ein Vorteil ist, nämlich die Größe hier im Innenraum, ist, was die Außenabmessung angeht, auch ein bisschen ein kleiner Nachteil. Denn hier in Bremen ist es auch so, die Straßen sind teilweise enger, die Parkplätze sind nicht so groß. Da muss man schon manchmal ein bisschen suchen, bevor man einen richtigen Parkplatz findet, weil der Wagen schon seine 5 Meter und ein paar zerquetschte hat. Das Einparken selber, finde ich, ist für mich überhaupt kein Problem, gerade wegen der Kamera und wegen dieser Sensoren, die der Wagen hat. Der auf einen Zentimeter genau zeigt er mir an, wie viel Platz vorne und hinten noch ist. Das geht total flüssig, aber manche Parkplätze sind tatsächlich einfach zu klein und man muss halt dann doch mal ein bisschen suchen. Das ist natürlich ein echter Nachteil. Wirklich ein extremer Nachteil, finde ich, ist das Abblendlicht und auch das Fernlicht hier. Gut, das Fernlicht geht noch, benutzt man aber nicht so oft, aber das Abblendlicht hier in diesem Model S, das ist eine Katastrophe. Das ist relativ düster, es ist zwar gut eingestellt, aber es ist trotzdem zu dunkel und es leuchtet die Fahrbahn so ein bisschen fleckig aus. Also so ein schlechtes Abblendlicht, das habe ich nur noch in der alten Zoe gesehen. Also das ist für diesen Wagen in der Preisklasse eigentlich absolut Kacke. Und die neuen Modelle haben ja besseres Licht, aber der hier mit diesem Baujahr, finde ich, das geht gar nicht. Ja, und mittlerweile über die Software-Updates ist leider Gottes der Browser hier eingebaut unbrauchbar geworden. Den kann man nicht mehr benutzen. Ein Seitenaufruf dauert eine Stunde oder so, es geht gar nicht. Und die meisten Seiten sind mit diesem uralten Browser auch gar nicht mehr kompatibel. YouTube-Videos abrufen ging sowieso noch nie. Das ist so ein bisschen schade. Müsste ich dann mit einer MCU 2 irgendwie nachrüsten. Aber diese 3000 Euro, nee, das ist mir echt zu teuer. Gut, dann könnte ich auch Netflix gucken, was irgendwie eine Option wäre. Aber so oft stehe ich auch nicht am Supercharger. Und für eine Serie reicht es eh nicht, wenn ich nach 20 Minuten wieder weg bin. Also ja, wozu brauche ich das? Eigentlich nicht wirklich. Ja, ein weiter Komfortfaktor, was er halt nicht hat, ist die Geschwindigkeitserkennung mit automatischer Geschwindigkeitsabsenkung. Er erkennt zwar die Geschwindigkeitsbegrenzung und zeigt das hier im Display an, aber er senkt halt nicht automatisch die Geschwindigkeit. Und das würde ich mir wünschen, dass man das hier noch irgendwie nachrüsten könnte. Haben die Autos heutzutage alle, natürlich gehört sich so. Der hier, ja, er kann es halt nicht. Ja, und auch hier natürlich kein induktives Laden, keine Ladeschale fürs Handy, halt nur mit so einem Lightning-Stecker. Der Lightning-Stecker hier im Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole ist aber so blöd konstruiert, dass das Handy, wenn es halt eine Hülle hat, dann ist der Abstand zu gering. Dann kann ich den Lightning-Stecker nicht richtig reinstecken und der fängt nicht an zu laden. Dann muss ich das mit einem Kabel machen, über USB hier. Das geht natürlich, aber ist irgendwie umständlich heutzutage. Und eine induktive Ladeschale kann man sich über den Third-Party-Market quasi hier von so einem Drittanbieter nachrüsten. Das sieht aber alles irgendwie so suboptimal aus und wäre schön, wenn Tesla das anbieten würde. Gibt es hier aber natürlich für diese alten Modelle nicht. Ja, und das Fazit, würde ich ihn mir wieder kaufen? Ganz ehrlich, also jetzt habe ich mich so an diesen Wagen gewöhnt und diese vielen Sachen, die mir an dem Wagen so gut gefallen. Wenn ich den mal abgeben müsste und mir was Kleineres kaufe, ich würde es wirklich vermissen. Also ich würde sagen, ja, ich würde ihn mir wieder kaufen oder ich würde mir zumindest wieder einen Tesla kaufen. Vom Preis her muss ich aber sagen, die aktuellen Modelle Model S, das ist vom Preis her schon eine Größenordnung, wo ich sage, das schmerzt. Und damals, wo ich ihn gekauft habe, da gab es ja kaum Alternativen, also auch gerade bei Tesla nicht, da gab es ja nur Model S oder Model X. Heute gibt es Model 3 und es gibt das Model Y, demnächst sogar aus Deutschland. Und das ist auch das Ding, wo ich dann drauf spekuliere. Also wenn es die aus Grünheide gibt und nachdem sie sich da so ein bisschen eingegroovt haben von der Produktion her, ich würde sagen, so 2022, da ist bei mir vermutlich ein Model Y fällig und ich werde das Model S möglicherweise verkaufen. Auch aus praktischen Gründen, Model Y ist halt so ein bisschen SUV-Charakter. Der Hund passt dann wieder rein im Model 3, leider unmöglich. Ist ein bisschen kleiner, trotzdem passt die Familie noch rein. Das wäre eigentlich das, was ich mir als nächstes zulegen würde. Andere Automarken, Mercedes, VW, Audi, Skoda oder Hyundai. Auch interessant, bin ich ja alle schon gefahren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, immer wieder, wenn ich in meinen Tesla steige, dann fühle ich mich hier irgendwie wohler als in allen anderen Autos, die ich bisher gefahren habe. Von daher vom Gefühl her würde ich sagen, es wird dann doch wieder Tesla. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, was bis dahin noch kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Und ja, das war so ein bisschen das Fazit hier zu meinem Tesla Model S 75
5 Jahre alt, ich fahre ihn jetzt seit 3 Jahren, 100.000 Kilometer gelaufen und er fährt sich tatsächlich genauso wie am ersten Tag. Für mich kein Unterschied, also tipptopp. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ihr könnt auch meinen Tesla Referral Code benutzen. Wenn ihr einen neuen Tesla kauft, dann bekommt ihr 1500 Kilometer kostenloses Supercharging. Ich bekomme das auch, aber ich brauche es nicht, weil ich es ja eh umsonst habe. Aber trotzdem ist es eine nette Geste. Ich freue mich immer, wenn ich einen Referral Code sehe in meinem Account. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Demnächst gibt es wieder ein paar neue Tests und auch bald wieder einen Roadtrip. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.